Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Putenbrust-Käse-Croissants vorstellen. Die mache ich heute mal wieder im Ninja Foodimax. Ihr könnt es aber in jeder anderen Heißluftfritteuse auch machen. Ein wundervolles Rezept vielleicht für Sonntagmorgen mal, wenn man so ein bisschen was überbacken und ein bisschen was Leckeres haben will. Putenbrust und Käse passt sensationell zu den Croissants. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Rezept findet ihr wie immer unter kochmalschnell.com auf meiner Homepage. Ich habe alles schon rausgelegt, was wir brauchen. Wir brauchen Croissant-Fertigteig. Hier gibt es, glaube ich, inzwischen bei jedem Discounter. Creme fraiche, hier schon mal mit Kräutern, Mehl, Milch, ein Ei. Und Putenbrust oder Hähnchenbrust. Könnt ihr beides nehmen. Und Emmentaler. Und dann geht's los. Ich schneide hier meine Putenbrustscheiben einmal in der Hälfte durch, zur Hälfte durch, weil sie besser auf die Croissants passen. Das gleiche mache ich hier jetzt auch mit dem Käse, den schneide ich einmal diagonal durch. Ich brauche nachher ein bisschen mehr Käse, das hier nur exemplarisch, weil die Croissants doch sehr groß waren, größer als ich sie sonst kenne. Aber das könnt ihr gucken, je nachdem wie viel ihr drauflegen wollt. Dann packe ich hier meine Croissants aus, wie gesagt, das waren ziemlich große Teile, hatte ich so nicht erwartet, klappt aber natürlich genauso mit allen Fertigteig-Croissants. Die entrolle ich erstmal und wenn ich das gemacht habe, dann sieht das so aus und dann schneide ich an den Perforationen hier immer die Dreiecke und diese Dreiecke hier, die bestäube ich mit so ein bisschen Mehl, damit sie nicht so knebrig sind, damit man sie ein bisschen besser verarbeiten kann und wenn ich so ein bisschen Mehl überall drauf gegeben habe, dann rolle ich sie noch so ein bisschen und das war's auch schon, dann können wir sie auch schon belegen. Als nächstes kommt Creme fraiche, so bei der Größe hier waren das immer so gute 2 Teelöffel. Mit den Kräutern, die ich dann verteile hier. Ich nehme einen Löffel, das geht ganz gut mit dem Löffel. Einmal quer streichen, runterstreichen, bis ihr die Creme fraiche verteilt habt. Dann kommen meine geteilten Käsescheiben. Ihr seht, deswegen habe ich sie diagonal geschnitten, weil sie sich so besser anpassen der Form der Croissants. Und da gebe ich jetzt jeweils 2 Hälften, also eine Scheibe drauf. Viel mehr würde ich nicht drauf machen, sonst könnte sie nachher nicht rollen und sie laufen aus. Putenbrust auch jeweils 2 Hälften, also eine Scheibe. Und wenn ich hier beide meine Croissants belegt habe, dann fange ich an und rolle die Croissants von der breiten Seite beginnend, möglichst eng. Also ein bisschen aufpassen, dass ihr den Teig nicht zerreißt. Möglichst eng hier zur Spitze hin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sieht das auch schon fast aus wie ein Croissant. Naja, ist jetzt nicht Konditor-like, aber ich glaube, so für ein schnelles Gericht im Airfryer geht das schon gut. Und das mache ich natürlich jetzt auch mit dem anderen. Und dann können wir die nochmal so ein bisschen formen und hinlegen. Und das machen wir natürlich mit den anderen 4 auch, sodass wir jetzt hier 6 Croissants haben, 6 große Croissants. Und dann geht es auch schon weiter, denn die Croissants werden jetzt noch so ein bisschen behandelt, bevor sie in den Airfryer kommen, in den Ninja. Ich nehme ein Eigelb. Und dieses Eigelb vermische ich mit ein bisschen Milch und verquirle Milch und Ei, bis es so eine homogene Masse ist. Mehr müssen wir gar nicht machen. Und wenn ich hier mein Ei mit der Milch verquirlt habe, dann können wir loslegen und bestreichen unsere Croissants mit der Eigelb-Milch-Mischung, damit sie schön goldgelb werden, damit sie ein bisschen mehr Farbe annehmen. Und das funktioniert ganz gut. Also einmal wirklich ordentlich einpinseln, aber auch bei den 6 braucht man wirklich nicht mehr als ein Eigelb, das reicht vollkommen. Ja, wenn ich meine Croissants hier mit dem Eigelb eingepinselt habe, dann sind die Vorbereitung fertig. Hier habe ich den doppelten Grillrost. Ich zeige euch oben rechts mal, habe ich schon mal vorgestellt beim Unboxing, was das ist. Das gibt es ja bei den Ninja Foodimax mehrfach. Und hier habe ich jetzt auch noch so ein blattrundes Backpapier, zeige ich euch auch oben rechts, habe ich auch schon mal gefilmt bei dem Zubehör, wo ihr das bekommt. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ihr könnt die Croissants auch so auf den Grill legen. So gehen sie leichter runter und kleben nicht, machen euch den Grill nicht dreckig. Also das funktioniert gut. Von den großen hier kriege ich nur 3 Stück auf eine Ebene, aber wir können ja auch 2 Ebenen arbeiten. Jetzt setze ich wieder das obere Gitter ein hier, bis das hier richtig sitzt. Packe auch da wieder eine Lage von dem runden Backpapier drauf. Und dann gebe ich jetzt hier die 2. Hälfte meiner Croissants oben auf die obere Ebene. Und das war's auch schon. Viel mehr müssen wir gar nicht machen. Wenn wir unsere Croissants hier platziert haben auf der 2. Ebene, dann können wir auch an die Maschine gehen. Das sieht jetzt so aus, also passt gut.
Ja, wir gehen an den Ninja Foodi Max kalt. Wir müssen den nicht vorheizen hier und setzen jetzt unser zweistöckigen Grill hier in die Maschine ein. Und dann machen wir den Deckel zu und stellen unseren Foodi Max jetzt erstmal an. Und wir nutzen hier die Funktion Airfry, also Heißluftfritteuse. Wir brauchen hier von der Zeit nur 15 Minuten, viel mehr nicht. Bei mir reichte das und 200 Grad ist ein bisschen viel, dann verbrennen die Croissants dann schnell. Ich habe hier 180 genommen und dann können wir auch loslegen. Und wenn man jetzt hier nach gut 5 Minuten mal einmal reinschaut, dann sieht man zum einen, die sind noch nicht fertig, also oben sind sie zwar schon etwas gebräunt, aber noch nicht so richtig fertig. Und man sieht, wenn man drunter guckt, die unteren sind noch ganz blass. Also er backt nicht gleichmäßig auf allen Ebenen. Deswegen habe ich dann die erste Lage nach 10 Minuten rausgenommen. Das reichte, der Käse fing an zu laufen. Länger auf keinen Fall, sonst wären sie auch zu dunkel. Nehme also die erste Lage raus und backe jetzt die untere Lage die letzten 5 Minuten noch weiter. Mache also wieder zu und warte, bis die 15 Minuten um sind. Und wenn er fertig ist, dann können wir auch schon schauen, ob es geklappt hat. Ja, meine Putenbrust-Käse-Croissants riechen ganz wunderbar, sind ganz wunderbar käsig und fluffig innen drin, außen schön kross, wie Croissants sein sollen. Der Geschmack ist wirklich total lecker, er ist ganz mild, käsig nach Putenbrust, also nicht scharf oder salzig, sondern wirklich total lecker, so als herzhafte Frühstückscroissants. Also, wenn euch das gefallen hat, ich denke hier meine Putenbrust-Käse-Croissants im Ninja Foodi Max haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.